Das tut raus. Anmoderation, guten Tag. Hallöchen. Mario Party mit Dante. Was ist denn dieses Mario Party? Was machen wir hier? Keine Ahnung. Da es hier ein Freudenhaus gibt, bestimmt schöne Sachen. Ja, stimmt. Ja, sag mir mal, wie viele Maps es gibt, dann kann ich auf www.ichkannmichnichtentscheiden.de überall mit Bindestrichen und kann dann auswählen, welche wir nehmen. Wie viele gibt es? Fünf Stück. Okay. Es ist sogar nach Stern sortiert. Die fünf. Ja, sagen wir mal, Horrorland war das hier. Runden? 30, oder? 10, bitte. Machen wir mal. Ja, machen wir 10. Machen wir 10. Ein aus. Letztes Mal hatten wir 15, das hat 70 Minuten gedauert, deswegen lassen wir das mal. Los geht's! Los geht's! Kugel Willi! Ja, es geht los! Sind wir denn schon da? Ich falle! Ich falle! Oh nein! Das Licht, es kommt immer näher! Sind wir denn schon da? Ich hab Hunger! Ich kann mich an diese Map hier gar nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Ich muss Pipi, sind wir schon da? Ja. Nee. Ja, gleich. Sprunst dir in die Hose, so wie so ein Mann. Was soll ich mir in die Hose machen? Strunzen? Strunzen, ja. Pullern. Ich an Thomas Strunz. Pullern, okay. Thomas Strunz. Was macht der eigentlich, Thomas Strunz? Der war doch früher Experte bei Sport 1. Lass mich raten, das war mal ein Fußballer. Ja, das war mal ein Fußballer. Ja. Wer hätte denn das erwartet? Ja. Alles, was du nicht kennst und von Barry kommt, ist Fußball. Ja, das stimmt, das meiste tatsächlich, ja. Er ist ein sehr weiser Mensch, dieser Barry, aber... Ihr klickt da die ganze Zeit durch, könnt ihr mir nochmal sagen, was auf dieser Map hier so der besondere Kniff war? Hab das wirklich hier angeklickt. Jetzt hast du es hier angeklickt. Ich habe einfach A gemischt. Spielbrett wechselt Tag und Nacht. Ja, da wäre jetzt die Erklärung gewesen. Und jetzt? Jetzt hat jemand Start gedrückt. Man kann es nicht skippen, Rikus. Guck mal, und dann wird das Nacht und dann tanzen die Geister. Jetzt können wir eigentlich auch würfeln, wer gewinnt. Ja, das machen wir doch jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, ist das nicht Sinn des Spiels? Ja. Nein, ich meine, bevor wir hier diese ganzen 10 Runden spielen und der Trash-Talk, einfach würfeln, wer gewonnen hat. Ja, wiegt dir nichts, uns geht es ganz gut. Oder? Ja, würde ich mal sagen. Nein, juhu! Eins! Es geht schon gut los. So eine Scheiße, ey. Schaut meinen Riesen. Und schon habe ich verloren. Es ist alles vorbei. Wir wollen ja diesen Schaubart nicht sehen. Warum nicht? So. Mario Time! Warum denn? Warum nicht? Oh, wie! Hurra! Achso, wie ging das nochmal? Achso, oh weh. Mit Joystick und dann musst du auswählen, eine von diesen lustigen kleinen Emotes hier. Sonst hast du, glaube ich, Hurra und OW auf den jeweiligen Schultertasten. Genau. Das sind ja auch die beiden wichtigsten Sachen, die man so im Zweifel sagt. Wunderschön. Okay. So, jetzt müssen wir erstmal wieder Mario Party spielen. Wie spielt man denn eigentlich eine Party? Ich habe das Spiel echt lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Ich mache einfach einen Würfel. Und ich habe instant eine 10. Ich sag mal, was habt ihr denn heute mit dem Alter, du cheatest doch. Was ist hier los? Ich habe die Cheat Engine an. Waluigi. Ja gut, der spielt sich selbst, ne? Also. Ja, klar. Der hat so lange Beine, guck ihn dir doch an. Generalschlüssel. Generalschlüssel. Ja, gut, okay, komm. Für die Memes. Und für den Respekt. Für die Internet-Points. Wagt der Move hier zum Anfang, ne? Also, ja, volles Risiko. Ja, definitiv. Ja, passt schon. Ich war gerade dran, die Richtung Stern. Ist ganz gut. Ich krieg den Stern sowieso. Ich muss immer mit der Motivation reingehen. Ich krieg den 3. Affe. Affe. Ja, korrekt. Das ist ein sehr guter Cut. Also der erste Wurf entscheidet gleich das ganze Mario-Spiel, das wissen wir alle. Geh weg, Affe. Ey. So rum, ne, laufen wir mal so rum. Hat Wario eigentlich mehr Haare oder Donkey Kong? Was glaubt ihr? Ich würde behaupten Donkey Kong, aber belegen kann ich es nicht. Ich sag Rosalina, frag dich woher. Wer weiß, was unter dem Kleid ist. Ja, eben. Welches Kleid? Ach so. Ah, jetzt verstehe ich das. Oh. Okay. Verdammt. Ach, die macht das gleiche wie Bayonetta, also. Mhm. Interessant. Also habe ich das noch gar nicht betrachtet. Lawinen-Schlawiner. Du Schlawiner! Du bist ein Schlawiner. Was müssen wir da machen? Wie war das? Ach ja. E drücken, bis du so einen Ball hast und dann gehst du zu dem Typ darüber. Muss man das die ganze Zeit antappen? Ja, ne? Okay, dann wird Zellos gewinnen. Haben wir keine Chance.
Und dann, ach, man kann ihn auch rollen, okay, mit A. Ja, genau. Schum. Kann Projektivspawn machen. Das Schöne ist, ja, dann starte doch mal her, Wario. Ja, es müssen alle bereit drücken, dann geht's los. Ja, Wario. Ich bin total bereit. Da wollte ich halt schon jemand bauen. Aber was ist, wenn man nicht runterfällt, dann hat man gewonnen, wahrscheinlich. Genau. Ja. Bam, Junge! Klammnase! Fort mit dir! Junge! Ich scher dich fort! Ich kann nicht so schnell durch den Schnee stopfen! Ah! Luigi, Mann! Jawoll! Dieses. Ey, ihr Penner! Die haben sich verbrüdert einfach, ey. Nein! Weg mit dir, Affe! Was, lass mich? Nein! Du bist jetzt gekommen, Bund, Junge! Ja, du kannst nichts mehr machen! Du kannst jetzt hier hin! Dann gib mir doch mehr Haare, schreibt Vicky nichts. Ah! Wusste doch, dass Mario mehr Haare hat. Da hast du gerade den Schneeball unter meinem Poppes gebaut? Ja, der hat den. Rikos verfolgt deine klare Strategie. Alter, das Buttmashing ist real. Was für ein Drecksack. Du Lachsnacken. Der hat jetzt richtig gebuttmashed, der Rikos, Alter. Guck dir an. Ein Auge tut so weh. Ja, hat er gut gemacht. Ja, das war doch lustig. Für den Anfang. Ja. Ich wurde gleich verbrüderlich ausgenockt. alle hatten Angst vor Waluigi bei dem Spiel. Ja, ist so. Krass, du bist schon am Dings? Ja, heftig. Ich würde gerne 1 würfeln. Schade, ich krieg keine 1. Achso, du. Okay, wir brauchen mal 20, ne? Ich meine, ja. Wir brauchen 20, okay. Ja. Zellos, ich glaube, wir haben alle einfach gewusst, dass du so nah an dem Stern bist. Ja. Und dann mussten alle auf dich schneeballen. Ah, nee, eigentlich war es purer Zufall, aber ihr habt jetzt den süßen Nebeneffekt an der Stelle. Granatschüssel? Oh, schade. Hundepfeife. Nicht schlecht. Ja, juhu. Schon nice. Juhu. Gib mir eine 8. 2. 6. Hey, nice. Barry nicht so frech. Okay. Ja, eben. Barry sei ein bisschen netter. Weg, Affe! Affe! Affe, die Raffe! Übrigens, Herr Victinese, ist denn der Sound ganz gut? Ich möchte ihn gerne erfahren, brauche Feedback. Gerne auch die Abmischung zwischen unseren ekelhaften Stimmen. Ja, bitte. Ja, bitte. Besonders, bewertet besonders bitte auf einer Barry. Skala von 3,5 zu 8. Okay. Oh, die finde ich sehr schön. Victinese gefällt Sound, das ist schön. Ich mag auch Sound. Klar, was haltet ihr von Sound? Ich finde Hören grundsätzlich ganz gut. Das hat Vorteile, wenn man hören kann, ja. Ja, hab ich auch mal schon mal gehört. Victinese gefällt Sound, Victinese gefällt Stimme. Ja, 10, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt ist ja, jetzt, the rush is real. Nichts da, ich will nichts von deinem Schlamm. Kauf dir was. Nein. Willst du ein paar Killersticks kaufen? Willst du mir keine Killersticks verkaufen? Warum? Muss man da was kaufen? Ja, ne? Scheinbar schon. Muss man, ne? Muss man nicht. Kann auch einfach B drücken. Nee, kannst du auch einfach skippen. Ach, Manowar. Wie war denn das? Konnte ich mir nicht hier irgendwo, konnte man sich doch die Karte angucken. Anscheinend nicht. Das gut, alle doch hier. Y, Brett. Da geht's nach da, da ist dann der Händler. Wo ist denn das nächste Mal der Stern? Nein, ich weiß es nicht. Egal. Geh mal trotzdem mal in die Richtung, mal gucken, vielleicht kann ich. Ja, ich weiß. Vielleicht kannst du ja um den Stern feilschen an der Stelle. Wie war so ein Bazar? Dann gehen wir wohl oder übel nach da. Ey, rempelt er mich einfach ran? Ey, das ist ja hast frech. Du verdient? Gucken, ob ich eine 1, 2 oder eine 3 würfe. Was glaubt ihr? 1, 2 oder 3. Ich will eine 3. Siehst du, ich sag 5? Schlau. Ich sollte mehr auf dich hören. Oder komm ich auf ein Glücksfeld, scheinbar. Ja. Hol dir das einen ein Generalschlüssel. Glück. Weil das ist so schön, einen zu haben. Einen Generalschlüsselkumpel. Pilz. Der holt sich einfach Shrooms, ne? Ja, das ist erstmal. Ja, warum nicht? Ja, also beim Dealer an der Ecke wird sich erstmal. Wer weiß, was in den Pilzen drin ist? Also. Achso, warte mal. Müsstet ihr jetzt nicht gegeneinander fighten, weil ihr auf dem gleichen Feld steht? Nee, das eine funktioniert bei dem Spiel leider nicht so. Njam, 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 lecker. Ist das nicht an den, in den letzten 5 Runden so? Mit den Kämpfen? Nö, ich glaube, es gab explizite Battle-Felder an der Stelle. Nee, war bei anderen Mario Partys war das mal Phase so, dass der du Angst. Dass du das so machen kannst. Phase der Angst. Was man da machen? Einfach laufen und raten. Laufen und Glück haben, okay. Laufen und raten. Laufen und Glück haben.
könnte ein Barry-Spiel sein, mit Glück. Wollen wir loslegen? Ja. Ja, los. Aber das ist jetzt nicht, dass der Weg jedes Mal gleich ist, und das ist ja so quasi roguelike, dass man... Ich hab keine Ahnung. Ich laufe einfach meinen Weg. Nicht, dass Rico das Spiel jeden Tag 12 Mal spielt. Ich laufe meinen Ninja-Weg. Oh, feinfühlig hier. Das ist gar nicht so einfach, so zu steuern mit. Meine Beine sind zu lang, ich stolper über jeden Scheiß hier. Na gut, vielleicht sollte ich aufhören, mit dem Gesicht zu spielen. Affe. Steuerst du mit deinem dritten Arm oder was? Auch. Ich steuere mit meinem dritten Auge. Deswegen sieht das auch so komisch aus. Ach, das tut doch weh. Ich glaube, das tut weh, ja. Alter, dieser Rikus, ne? Wie macht er das nur? Wie? Ich bin zweimal runtergefallen sogar. Ich bin viermal runtergefallen. Ich bin tausendmal runtergefallen, Alter. Junge, wie macht ihr das? Ich liebe dieses Grinsen von Donkey Kong in diesem Spiel hier. Oh ja. Konnte man springen? Ja. Nee. An dem Tag, wo wir das Video hier gerade aufnehmen, wird, wenn ich mich nicht irre, der Mario-Film veröffentlicht. Ja, ich habe auch eine E-Mail bekommen. Ich habe es nur Humoren hören. Vielleicht gucke ich ihn mir diese Woche noch an. Habe ich Bock, muss ich zugeben. Ja, ich denke auch, dass er ganz cool werden könnte. Wir müssen aber sagen, zu der Zeit ist ja gerade Ostern. Ich weiß nicht, ob du so schnell eine Chance bekommst, da hier ein Ticket zu kriegen. Ich sag's mal so, ich würde den Film lieber im Kino gucken, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Ja, aber ich würde ihn lieber im Kino. Das stimmt. Aber ich würde ihn lieber im Kino gucken. Aber ich es gibt auch andere Möglichkeiten, nicht, aber ich würde ihn lieber im Kino gucken. Mag übrigens die nicht dort haben, die soll da weg. Das ist nicht schön, Tillos. Das ist sehr garstig sogar. Da muss ich nämlich mal jetzt einen anderen Weg gehen. Ich glaube, da ist auch jemand hin, oder? Nee. Nee, ich glaube, da ist niemand hin. Da kann aber jemand hin. Da könnte doch jemand hin. Gut, dann ist der Weg halt noch größer. Na gut. Sein muss Zellos. Also Zellos war eine richtig gute Idee mit der Hundepfeife, denke ich. Sollst du nochmal machen, denke ich. Das hat super geklappt. Ich habe schon gesehen, das bringt was. Ja. Ich glaube, und dafür will die Bank erstmal Geld dafür. Das ist ganz frech. Ja. Ja, laber mich nicht zu, ich muss weiter. Ach, hier wirst du an jeder scheiß Ecke angesprochen. Ja. Es ist eine furchtbare Map. Das ist ja fast wie in der Innenstadt, ey. Ja, ich wollte gerade sagen. Oha. Oh. Das ist wie in Frankfurt, einfach mal den Bahnhof verlassen zu wollen. Guck mal, jetzt das ist Zeitreise gemacht hier. Kannst du gar nicht gucken, hast du eine Nadel im Arm. Ja. Frankfurt ist wirklich übel. Ich bestätigen. Ach, nur um sicher zu gehen, hat er sich jetzt noch den gezogen. Ja, es ist besser. Ich war mal in Frankfurt und da war ich in dem Bankenviertel in so einem Hotel. Und da bin ich rausgegangen, einfach nur, weil ich frische Luft haben wollte. Und nach nicht mal 3 Minuten habe ich sofort einen gesehen, der sich da gerade einen gepiekst hat. Kein Witz. Wahnsinn. Na schön. Hast du auch was angeboten? Nee, ich hätte es aber auch nicht angenommen. Was? Warum denn nicht? Echt mal, muss mal offen für Neues sein. Ja, ist die Spritze sauber? Ja, okay, ich glaube nicht. Erfahrungen. Ich glaube, die neue Möglichkeiten, neue Erfahrungen. Entschuldigung, können Sie mir Drogen geben, bevor ich Ihre Spritze desinfizieren? Sind Sie denn eigentlich zertifiziert? Hallo, sind Sie zertifizierter Drogenverkäufer? Haben Sie denn überhaupt eine Handelslizenz? Ja, genau. Kann ich Ihren Handelsregistereintrag lesen, bevor ich bei Ihnen was kaufe? Entschuldigen Sie, ich bin recht misstrauisch. Ja, welcher Berufsgenossenschaft sind Sie? Ich will nur was sagen. Sind Sie irgendwie, keine Ahnung, ausgebildeter Apotheker oder so zumindest? Oh, herrlich. Ach, super. Ich muss gerade an diese eine Szene von Borat 2 denken. Habt ihr den Film alle gesehen? Nee. Also den 1 habe ich gut im Kopf, den 2 habe ich einmal gesehen und den habe ich komplett vergessen. Bei dem 2er, da ist der mit seiner Tochter dann irgendwie später in so einem Konditorei und die isst aus Versehen von so einem Kuchen so eine Figur auf. Und dann geht er irgendwie zum Arzt. Ich habe meiner Tochter ein Baby in den Bauch gemacht. Oh nein. Ungünstig. Oha. Ach, Borat, ich liebe den ersten und zweiten Teil. Ja. Würfel rollt. Ja, 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 shut up and take my money. Schon ganz schöne. Bank wird reicher, Alter. Wie im echten Leben. Hurra, sagt er. Ja, nicht will ich haben. Hurra! Nicht. War ich eigentlich schon dran mit Würfeln? Ach, ich bin ja immer Letzter, das heißt, ich habe. Du bist der Letzte, ey. Let's go.
wie viele? 12 bis zum Stern. Na, ich habe eh nicht genug. Du bist die mit dem Kleid aus Haaren an der Stelle. Ja. Aus Haaren? Aus Haaren. Aus Haaren. Nee, aus Haaren. Ja. Wer das gewebt hat, Respekt. Ja. Respekt. Wo muss ich denn jetzt lang, um zum Stern zu kommen? Kann ich eine Karte irgendwie angucken? Da müsste doch eigentlich heißen, ja genau. Ich glaube, ich muss links lang gehen, wenn ich mich jetzt nicht... Ach da, ach, jetzt sehe ich's, ja, okay, alles gut. Müsst ihr sogar anzeigen an der Stelle, dass es noch so und so viele Felder sind bis zum Stern. Hurra, er wird Kohle los. Seit wann kriegt die Bank eigentlich Geld? Ich dachte, die Firmen zahlen das an die... Welche Firmen? Wir sind ja, die Firmen. Nee, die Firmen zahlen das doch ans Finanzamt und an die Krankenkassen und so. Warum muss ich jetzt der Bank direkt Geld zahlen? Ich glaube, es gibt bei Mario Party kein Sozialsystem. Bist du dir sicher? Okay, bei Mario Party sowieso nicht. Der Spieler Minispiel, was spielen wir denn? Da muss man einfach zählen, hoffentlich, ne? Oder was ist hoffentlich? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Man kann aber hoch und runter zählen, das ist gut. Okay, hoch, runter. A ist hoch, okay. Vor allen Dingen, die können ja explodieren, glaube ich, noch teilweise, ne? Ja. Er zählt dann das, was am Ende da ist. Was am Ende steht, ja. Ach du Scheiße. True. Guck mal, sind die nicht süß? Ich mag es nicht, wenn Bonbons sterben. Wenn ich dann runterzählen muss, ist so traurig. So, das stirbt jemand. Vor unseren Augen und wir zählen einfach nur. Das ist echt traurig. Was eigentlich mit den Kisten? Kommen da noch welche raus? Anscheinend nicht. Ich hoffe, dass Rico es nicht recht hat. Ich glaub, das ist die Option, ne? Guck mal, jetzt guck mal dem beim Sterben zu, weißt du? Ach, das gibt's doch nicht. Es ist nicht dein Ernst, Alter. Ich will jetzt aber keinen Vorwurf machen, wenn ihr nicht zählen könnt, ne? Ich kann nicht richtig lesen und schreiben. Ich kann gar nichts. Ich mag Züge. Ich mag auch Züge. Züge sind toll. Ach, herrje. Omi! So, jetzt habe ich leider mein wunderschöne Pfeife für nichts ausgegeben. Außer für den Effekt. Für den dramatischen Effekt. Manchmal vergeudet man eine gute Pfeife. Ja. Was ist das denn? Oh, ja, da kriege ich so viele Items, bis ich keine mehr tragen kann. Zusätzlich. Okay, oh, ich krieg noch ein Schlüssel. Genau, schön. Finde ich gut. Genau, Schlüssel. Ja. Ich hätte noch gern Eierwürfel, cool. Fell. Ich mag Würfel. Guck mal, da freut er sich, der Junge. Ich mag Schildkröten. Magst du Würfelschildkröten oder nur normale Schildkröten? Ich mag alle Schildkröten. Ich mag Generalschildkröten. Ich mag es, Schildkröten zu würfeln. Ja, jetzt mal die Schildkröte. Warum hast du jetzt den Würfel an den Kopf gehauen? Du hast doch gerade gesagt, du willst gern wie eine Schildkröte würfeln, oder? Das stimmt, das hat er gesagt. Ich habe gesagt, ich würfel auch gehört, gerne, ne? Schildkröten. Jetzt würfelst du Schildkröten. Schritte. Arme Kerl. Dafür gehst du jetzt ins Die Letzten Rote. Werden die Ersten sein. Ciao. Kriegt ja auch noch ein Geschenk für diese Frechheit, ne? Mach und noch so ein Würfel, Alter. Was ist da los, ey? Und noch jemand Schildkröten würfeln? Mario Time. Ja, Mario Time. Ach, schön. Wir lieben es. Ja, du kannst jetzt zwei. Ihr mit euren Glücksfeldern, ey. Freu ich mich. Piss dich! Hallo, ach nee, das bin ich ja gar nicht. Hallo. Nee, das bist du gar nicht. Du bist mein Bruder. Du bist mein Bruder. Keiner hat gesagt, dass ich dich deswegen lieb haben muss. Okay. Nur weil wir uns einen Uterus geteilt haben. Ja, und es war schon Gott des Würfels, ich beschwöre dich, gib mir eine 1. Wer ist denn der Ältere von den beiden? Ach, also, 1, wer könnte... 1, 1, Mario. 1. Mario ist der Ältere? Ich hasse dich. Okay, dann bist du der Zweite. Dann bist du der Zweitbezug im Uterus. Deiner war schon anstrengender. Ich bin einfach nur noch durchgeflutscht am Ende. Das war jetzt... Das flutscht irgendwie scheiße durch eine Gans. Was macht denn das Feld hier gleich? Kennt ihr das mit den zwei Feldern? Ich glaube, das ist dieses Tauschfeld. Dieses Was ist denn ein Chancenfeld? Genau. Oh oh. Wenn du dich nicht instant traust, die Mitte zu klicken, dann hasse ich dich. Oh oh. Was muss ich denn überhaupt machen? Du musst aussuchen, wer wem was gibt. So, ich finde, dass Rikus mir einen Stern geben soll. Ja, ich bin auch dafür, dass Rikus mir einen Stern geben soll.
bin auch dafür, dass Rick aus mir einen Stein geben soll. Ich denke, das ja funktioniert cool. Ja. Ja. Ach, verdammt. Ja, wer es nie gesagt hat, kriegt den Stern. Das ist doch zum Kotzen. Scheiß Karma und Bescheidenheit. Okay, alle gegen Zellos, oder? So gewinne ich auch immer bei Among Us. Einfach nicht sagen. Nee, alle gegen Rikos. Grundsätzlich. Wie hast du das gerade hinbekommen, wirklich den Stern zu treffen? Das hat doch nie jemand geschafft. Zufall. Oh Mann. Oh Mann. Bei Chance Time war eigentlich immer der Erste, was du, wenn du es direkt ausgelöst hast, immer der Stern. Aber Chance der Ritteri hat es nicht getan. Oh. Was ist das für ein komisches Spiel? Hat doch der Affe schon mal einen Vorteil. Chaos. Was denn? Hast du mich gerade fett genannt? Ich habe nicht gesagt, du fett bist, ich habe nur gesagt, der Affe hat einen Vorteil. Ja, du musst einfach da drauf springen und dann... Das impliziert aber, dass er einen größeren Affe hat. Okay, A und nochmal A ist Stampfattacke, ne? Ja. Genau. Malk hat es übrigens reiner Skill, es ist kein Luck needed. Großes. Aua, warum machst du sowas? Ah! Ist doch gar nicht so schön zum Steuern mit hier Joystick. Ja. Habe ich manchmal den Eindruck. Nein, eine dumme Frau. Und Barry meinte noch vor der Aufnahme, wir sollen nicht so viel fluchen, weil das könnte ja sein. Ich habe nicht geflucht. Würdest du sagen, dass Frau ein Fluch ist? Da war aber was mit dumm davor, also. Ja, das war ja eigentlich auf die eigentliche Beleidigung bezogen, die ich nicht genannt habe. Ah ja, okay. Wenn du verstehst. Guck mal, der Affe, Alter. Affe? Ich glaube, Rikos macht das heute. Nee, ich habe keine Sterne mehr. Nee, ja, aber du hast, glaube ich, alles gefühlt gewonnen. Der holt sich seinen zweiten Stern an der Stelle und den kriege ich dann auch. Ja, stimmt, ich habe wirklich alles gewonnen. Ich bin trotzdem bis Dritter. Loser! Skill issue. Time for Waluigi! Profi! Erstmal einen Dreifachwürfel benutzen. Der feine Herr, erstmal einen Dreifachwürfel. Oh, ich würfel 13. Ja. Oh. Und Zellos ist einfach Erster aus dem Nichts, ne? Ja, das kenne ich wie gesagt. Ja, das heißt, du bist halt einfach besser. Danke als mir. Du hast dich nicht mal bei mir bedankt. Ja, danke, Barry. Bitte. Also, das war aber so danke, wer warst du gleich? Alle wollen den Stern haben und Zellos kriegt den. Jede Woche treffe ich jemand anderes in diesem Discord. Danke, du mit den Haaren. Bist du der mit dem mit den mit der Nase mit dem Gesicht? Nasenhaaren? Oh, bist du der mit den Nasenhaaren, dass sich das hinter den Kopf binden wird? Habe ich gehört. Und über die Augenbrauen. Und über die Augenbrauen, ja. Oh, der ist ganz traurig, dass ich das Schlüssel nicht aufmache hier. Dann solltest du deinen Schlüssel immer beisammen behalten, das geht nicht. Ja, eben. Das ist ein Generalschlüssel, hallo? In diesem Universum musst du immer wissen, wo dein Handtuch ist. Ja, und dein Schlüssel. Ja. Sollte immer ein Handtuch dabei haben, das ist grundsätzlich richtig. Ja. Was ist denn das? Lol. Ja, du könntest jetzt theoretisch da von dort weg und. Aber warum, Rikus? Warum? Ich will von da weg. Okay, hast du keine Augen. Vor allem Warp und der jagt dich einfach. Ja, das ist ein Arschloch. Da bin ich auch bezahlt, ey. So ein Glücksfeld. Jetzt kriegt er wahrscheinlich erstmal zwei Sterne. Einfach für den. Für die einfach mal so. Guck mal, wie er Geld macht hier, der Affe. Verrückt. So, wo muss ich hin? Links, rechts, geradeaus. Links, rechts, geradeaus. Das kannst du nicht sagen. Wo bin ich? Ich bin da. Wo ist der Stern? Oh, das ist ja auch. Geh da mal richtig. Okay, richtig. Okay, also der Stern ist doch jetzt eh gleich weg. Nee, der kann ihn sich nie leisten. Du bist doch gar nicht weit weg, oder? Von dem Stern? Doch, ich bin da ganz unten. Und der Stern ist da links oben. Okay. Hinter Barry. Du brauchst gar nicht so viel nachdenken, ich benutze gleich eh die Hundepfeife. Ja, eben. Das ist sinnlos, ja. Yeah. Ich wollte es nur ein bisschen abkürzen, bevor du dich. War nicht schlecht, ja. Und ich werde. Also von daher. Ja, stell mich mal. Rosalina ist am Zug. Bitte. Let's go! Hundepfeife. Kann ich jetzt auch noch das andere auch benutzen? Nein. Geschieht dir recht, Hodad, dafür, dass du ein Feld so weit vorne bist. Du musst ihn auch noch ein Schluck Brauerei-Schnabulat. Oh, direkt am Start quasi.
Ah, fast so wie sie davor unterwegs war. Schade, Daniel, du hast dich für die falsche Richtung entschieden. Ich habe mich für noch gar keine Richtung entschieden, oder? Ach so, da an der Stelle. Du bist doch auf der falschen Seite des Flusses. Noch 37, schaffe ich das wohl diese Runde? Ja. Das schaffst du. Ich glaube an dich. Ich glaube, du kannst sowieso nur nach links gehen, ne? Gehen, ja. Ich glaube, du kannst nach rechts, oder? Weil der ist doch jetzt hier. Nie bewirkt, dass der Wurm sich nachts nicht scheiß was auf die Nacht. Wo komme ich hin, wenn ich hier mache? Da, wo ich gekommen bin. Genau. Wohin? Ja. Links, rechts, und? Unten, rechts. Recht nach. Da bin ich direkt beim Stern quasi. Das eine kann man gerade Linie unten rechts. Muss da dann nur das nächste Spiel gewinnen. Das werde ich aber eh nicht. Das wirst du schaffen, ich glaube nicht. Auch. Ich nicht. Na, Glubschwab. Oh. Der Glubschwab vor allen Dingen. Man kennt ihn. Ja. Ach nein! Oh, wie dreckig. Ich hab ein Déjà-vu. Schade. Ihr Penner, wusstet ihr das? Ja. Nö. Ich hasse euch. Ihr wusstet das bestimmt nicht. Du hättest von euch zählen können. Du gehst davon aus, dass ich zählen kann. Nee, haben wir ja gerade alle bewiesen, außer Rikos, dass wir es nicht können. Ja, offensichtlich. Von dem her... Ich kann mir nichts zu Schulden kommen lassen hier. Oh Gott, was ist das denn? Oh, das ist doch wieder so ein Random-Shit, wo irgendwo dieser dämliche Stern. Ey, nichts gegen Random-Shit, das ist ein hervorragendes Format. Random-Shit ist ein tolles Format, hallo? Von den Gentle Idiots. Okay, ja, es ist Random-Shit, okay. Das ist Random-Shit. Aber wie Zellos gerade läuft, jetzt startet doch mal, ihr üblichen Üblinge. Lass uns ihr doch erst üben. Mal... Ein bisschen genau. Spaß haben. Nein. Echt mal. Hier gibt's keinen Spaß. Okay. Nur Random-Shit. Fuck, ich treffe den Block nicht. Ich auch nicht, das ist so schwer. Ich hab ne Ahnung, wo er ist. Oh Gott, ich bin da. Spissen. Zum Glück kannst du nicht laufen. Man kann halt tatsächlich, kann man wirklich nur auf 4 Achsen laufen? Du kannst auf 8 Achsen laufen. Ich hab's probiert. Probiert hat nicht, bei mir gerade nicht funktioniert. Okay. Also ich hab's nicht hinbekommen, das wird einfach voll von mir. Ja, Rikus ist halt der Host, weißt du, der Host gewinnt immer. Stimmt. Ja, das stimmt. Player One wins. Kriegt immer mehr Münzen, kriegt immer die Mädels ab. Ist ein geiler Affe. Ja, eben. Ja, haben wir eigentlich alles gesagt, ne? Ja. Jetzt sagt er an der Stelle, dass Waluigi gewinnt und dann ist es gut. Dann ist es vorbei, ja. Kann der mir jetzt nicht einfach mal 4 Sterne oder so schenken? Ich finde, das habe ich nicht. Nee, ich finde das nicht fair. Nee. Warum? Warum genau? Womit? Womit hättest du das verdient? Das ist der Punkt. Barry. Das muss nicht immer alles Sinn ergeben, was ich sage. Ich habe das dumme Gefühl, dass es das selten tut. Siehst du, Rosalina wird gewinnen. Natürlich. Ja, los, gib mir irgendwas. Einen Stern oder sowas. Dafür, dass ihr Kleid aus... Geisterflocke. Geil, hey. Kannst du jemanden beklauen? Oh, aber wartet, bis ich 50 Münzen habe, dann klaue ich euch einen Stern. Finde ich gut. Ach, aber so, habe ich hier keinen. Muss aber erstmal 50 Münzen zusammen. Das werde ich eh nicht hinkriegen. So wie der hier die ganze Zeit die Fofis durch den Club würfelt. So, was haben wir hier? Achso, alles verdoppelt. Ja, und mehr, die Bank gewinnt noch mehr. Jetzt gibt's mehr Zinsen. Ja, wie immer. Und es jetzt gibt einen Kampf, wenn beide auf einem Eimer sind. Jetzt gibt's also doch auf dem Eimer. Ich hab's doch gesagt. ab und zu hast du mal recht. Ab und zu. Ja. Das ist Affe da. Eins. Ah. Geil. Hat einfach gejinxt, der Junge. Einfach. Aber egal, er kriegt Münzen. Das ist schön. Und ich krieg etwas Besonderes. Oh, Alter. Da wird eine SIM-Karte gekriegt hier. SIM-Karte! Kriegt dann einfach nochmal so 9 Münzen. Das wäre das zweite Geschenk gewesen. Ach, schön. Ja, das finde ich fair. Das finde ich toll. Warum ich? Ich bin am weitesten weg. Nee, du bist direkt vom Stern. Nein, warum ich bin doch direkt am Stern vorbei. Ja, jetzt gibt's einen kleinen Ringel. So, Schlingel. Vollringen. Ich bin ein Schlingel. Nee, Ringel. Ja, der Schlingel, aber ich kann das doch kontern mit meinem anderen. Mit deinem Ringel? Mit meinem Ringel kann ich das kontern. Oder mit deinem Dingel? Mit meinem Dingel. Ringel. Mit seinem Dingel. Ja, mit deinem Schwingel. So, damit habe ich denn für Items? Habe ich was Schönes? Doppelwürfel? Nützt er mir was? Nee, ich glaube, nee. Nee, ich glaube, du musst einmal komplett 29 bis zum Stern. Schaffst du doch. Denke, ich werde einfach. Ich dann Doppelwürfel? Okay, go low, get slow. Nicht schlecht, eine 9. Haha. Ich hab ein bisschen Geld, vielleicht. Ah, Goldröhre könnte der jetzt haben. Nee, doch nicht. Glückszahl. Ach, das hat was. 12? Ich glaube, das hat ein anderer. Ja. Aber vielleicht einfach.
eine Hundepfeife. Hm. Könnte man durchaus machen. Machen wir. Jeder mag eine Pfeife und einen Generalschlüssel. Generalschlüssel. Warum gibt's eigentlich keine Katzenpfeifen? Wahrscheinlich, weil sie weglaufen. Weil ich glaube, die Leute haben eher realisiert, dass man Katzen eh nicht kontrollieren kann, also lass uns lieber bleiben. Geschweige denn trauen. Ja, ist so. Katzen sind Arschlöcher. Aber wir lieben sie. Ach, erstmal zwei Glücksfelder hintereinander. Ja, warum nicht? Glücksfeld mit 20 Münzen. 10 Münzen. Ja, 10. Dau, bin auch okay. Schön. Deine Ausgaben wieder drin. Hurra! So, ich brauche 50, um euch was zu klauen. Richtig, ich muss mir das nochmal durchlesen. Ja. Also, um einen Stern zu klauen, sonst kannst du, glaube ich, Münzen klauen. Ja, was soll ich mit Münzen? Klauen. Ich frage mich jetzt, ob das wirklich so funktioniert. Was? Clever. Ja, kleiner Yugi, damit hast du nicht gerechnet. Und jetzt eine 10, komm. Wie eine Karte direkt im Verteidigungsmodus. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich hätte es wenigstens noch auf die Würfel bezogen. Da ist rot, das heißt, ich muss gleich gegen euch spielen, wenn ich Pech habe, dieses nervige Paketspiel. Ja. Oder du gehst mit dem Glubschi. Glubschi. Rot heißt doch nur Minusmünzen, oder? Ja, aber dann spiele ich auch gegen euch gleich. Ja. Ach so. Aber, fängt man ja an. Vielleicht hast du aber auch ein Minispiel, das zum Vorteil ist gegen. Nein, nach dem heutigen Ablauf. Nee, ich glaube an dich. Piranha-Verfolgung. Ja, das war doch der Scheiß, oder? Mit dem kann mich nicht mehr erinnern. War das nicht so, dass du da gefühlt gar nichts machen kannst? Also mal entkommen, gibt's irgendwas weiter? Ja, er kann nur schnell mashen und springen. Und wir müssen gucken, dass wir den irgendwie los. Los! Ja! Los! Kugel Willi. Beruhigt euch. Ich denke, Barry wird's gewinnen, das war ein Spann. Bella. Ich denke, Barry wird gewinnen. Barry wird's gewinnen. Wir brauchen einen Rhythmus, Jungs. Ich denke, es ist gut, wenn es nicht gleichzeitig ist, oder? Ja. Komm schon, Piranha-Pflänzchen. Mach's kaputt. Ich weiß. Das bringt halt einfach gar nichts, weil diese Stampfe. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist absolut irrelevant. Ich denke, das Spiel. Geht nur, wenn er fehlt. Kann man nicht gewinnen, wenn man auf dem Wolken. Ich glaube, Barry wins by doing absolutely nothing. Wenn du wüsstest, wie ich hier spiele gerade. Wie ein junger Gott. Kein einziger Fehler. Ja. Wenn ich einen Fehler gemacht hätte, hättet ihr, glaube ich, gewonnen. Aber so hat man eigentlich gewonnen als Single-Dings, wenn du keinen Fehler machst. Ja, ja, so muss ich zustimmen, genau. Ja. Gut gemacht. Danke. Barry ist einfach krasser. Krasser Skater. Ja. Wie ist Skater an, Boy. Mit seinem, see you later, Boy. Mit seinem Kleid aus Haaren. Ja. Da können wir nicht anstinken. Wir bringen Runde 4. Kekariki. Ende. Kekariki. Gab's ja auch so einen Endesprecher in der Mario Party eigentlich auch? Ich glaube nicht, es gab nur einen enthusiastischen Geschafft oder sowas. Achso. Habe ich denn jetzt einen Goldröhre hier? Schade. Das bringt mir alles hier nichts. Obwohl, vielleicht mache ich mir einfach mal Warpwürfel einfach für die Memes. Ja, tauscht man die Position oder was war das? Ja, random mit jemandem. Ich sage mit Daniel. Finde ich gut. Fände ich ungut. Oha. Oh, das finde ich gut. Oha. Jetzt hol dir deinen eigenen Stern. Oder gib mir deinen Stern. Gut, das wäre jetzt natürlich dumm für mich, wenn ich jetzt... Es wäre gerecht, wenn du den Rikos zurückgeben würdest. Das wäre wirklich eine feine Geste. Das wäre eine feine Geste, ja, aber... Ich würde den auch nehmen. Das ist Quatsch. Ich finde, Rikos hat ihn verdient. Gib ihn Rikos. So, dann... Münztausch. Kann ich nur verlieren. Oha. Okay. Ach. Ging nicht. Okay, nee, das ist für mich gut. Das ist für mich gut, ja. Ich hätte aber lieber den Rikos gehabt. Alle gegen Zellos. Ja. Was, warum denn? Ich sehe es auch so, alle gegen Rikos. Ja, alle gegen Zellos. Ja. Schön, dass ihr euch einig seid. Einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einigen können. Und das Gott. Ja. Läuft bei dir. Na, ja. Nächster Stern kostet die Hälfte, das wäre eine Frechheit. Okay, gut. Nice. Nice. So!
Was da, was zum Grillen, ne? Und der Pfeifchen! Frech sowas, frech! Hättest du sogar noch eine Runde warten können. Nee, weil du... Doch, weil dann hätte schon eine Chance, ja eben. Das meinte ich doch. Das kannst du absolut vergessen, du hast vor uns einen Pechwürfel nach mir geworfen, du Schlumpf. Wer hast du verdient? Hexenpech. Nicht der Hexenpech, du bist hier die Hexe, du Hexe. Hey. Oh, weh! Zu viele diskriminieren Hexen gegenüber drin. Hexen, das finde ich nicht mal. Wir lieben doch Hexen. Das hat jetzt gar Rich niemand Matters. Irgendwas ge... Ja. Witch, please. Tatsächlich hat mir das Ding gerade noch ein bisschen näher gebracht. Finde ich gut. Wo ist es jetzt? Ich bin hingeguckt. Ja, oben links. Versus Feld. Aha. Kack mich doch an. Hört es euch gegenseitig? Plötzlich bin ich entscheide darüber, wie viele Münzen man erhält. Okay. Was fällt gerade dafür 3 Münzen? Scheiß Kapitalismus. Alter, kriegt der ältere Bruder auch noch an der Stelle noch ganz das nichts tun Geld. Ich bin Wario. Und du wirfst mir Kapitalismus vor? Ja. Alter, dafür stehe ich nicht mal auf, ey. Für 7 Münzen stehe ich auch nicht auf. Ich habe eh schon verloren. Ist mir alles egal. Hexenshaming. Ja, das Hexenshaming. Mal sehen, welches Minispiel es wird. Irgendwas mit Zufall. Montys Rache. Juhu. Was ist das denn? Wieso kriegt der Affe auch noch sein Minispiel? Weil ich das Geld habe. Ach so. Hä? Du kriegst Punkte fürs Rausgucken und das ich verstehe. Ah, ist ja cool. Und wer am längsten rausgeguckt hat, irgendwie. Der hat am längsten rausgeguckt. Hat längsten, der hat längsten, einfach den längsten. Längsten rausgucken lassen. Okay. Oh. Au. Der hat einfach den längsten. Ich glaub's einer, ich bin nicht. Ah, Kropfkoffer, ich bin ja gar nicht. Also, ich bin schon gelb, aber halt nie. Alter, kriegt er. Der kriegt einfach so viel Chance hier, der Barry Alter. Der Bestrafte. Ah! Eieiei. Ja, ist gut. Der Affe. Der gute Muffin. Ich war nicht schnell. Ah, fuck, mich hat's erwischt. Fuck. Das ist ein Barry-Spiel, da habt ihr keine Chance. Das ist halt Alter. Da muss man Übersicht und schnelle Entscheidungen treffen, da bin ich gut drin. Nicht schlecht. Das ist ein Tier, diese Menschen. Die hatten einfach nur Angst, eine Frau zu hauen, so sieht's wahrscheinlich aus. die wussten jetzt nie, ist es Sexismus, sie zu hauen, ist es Sexismus, sie nicht zu hauen. Die waren einfach nie. Allein, dass du es erwähnst, ist es Sexismus. Komplett. Sexismus ist, was ich draus mache. Sexismus ist Sexismus, ich glaube, da sind wir jetzt alle ein. Oh, eine 10. Wow. Oh, das ist schön. Oh, okay, jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ich dachte, man schlägt keine Frauen, habt ihr gerade noch gesagt. Ja, der ist ein Affe. Dem ist das egal. Was ist hier mit der Gleichberechtigung? Hallo? Achso, ich muss jetzt entscheiden, wie viele Münzen ich setze. Ich werde wahrscheinlich eh gegen Rikus verlieren, deswegen setze ich mal nur 10. Das klingt vernünftig. Deswegen. Wieso dann nicht nur eine? Vielleicht gewinne ich ja auch, weil ein Zufallsspiel kommt oder so ein Reaktionsspiel oder sowas. Aber also, die meisten Spiele wird Rikos wahrscheinlich gewinnen, so ungefähr 60-70%. Also bis jetzt 100%, oder? Ne, eins habe ich gewonnen. Mit 2 habe ich gewonnen. Das Teamspiel, was zählt ja nicht, da habe ich ja. Was ist das denn? Andere. Das ist ein Zufallsspiel. Oh, nee. Zufallsspiele liegen mehr, da muss man Glück haben. Ja, dann kann ich ja. Das ist Zufallsspiel. Also einfach ausweichen. Ja, das ist einfach nur. Ja. Steuert sich ziemlich bescheiden. Es geht halt, ist halt ein Sidescroller, ein Autoscroller. Also. Ja. Ich stell mir vor, es bei Tony Hawk's Pro Skating. Daniel, wir können jetzt entspannen und was trinken und so, das ist voll, voll geil. Ich bin total dabei beim Entspannen. Achso, da ist eine Ziellinie, wo man hinfliegen muss. Beste. Ja, aber es bewegt sich ja eh nicht. Also. Ich lehne mich zurück. Streichel meine Plüschmelone. Was für eine Plüschmelone? Weißt du, Wasser oder Honigmelone? Wassermelone. Ich guck grad beim Rikos zu, weißt du, und der navigiert sich hier mit einer Grazilität. Also, das mal. Ist... Könnte denken, dass der Jahre seines Lebens nur auf der ISS gearbeitet hat, wie das ja aussieht. Ich hab mit dieser Steuerung so krasse Probleme, ich finde die so ungenau. Du solltest vielleicht auch nicht ganz vorne fliegen, sondern vielleicht weiter hinten. Ja, dann ist man doch schneller, oder nicht? Ich muss ihn doch einholen. Nee, bist du überhaupt nicht. Achso. Bist du überhaupt nicht. Wenn du Fehler machst, bist du langsamer. Nee, ich hab scheiße gespielt. Hat Rikus verdient. Gewonnen. Mehr Emotionen, Rikus. Affe. Steve. Gewonnen, hey. Gummibärchen. Hurra. Ich
bin mal solidarisch, ich jubel dir mal ja, zu. Ich auch, ab und zu mal, ja. Ich will 100 aber Münzen haben. Was ist das denn? Da kannst du eine Zahl auswählen. Ja, genau. Von 1 bis 10. Das bitte für einen krassen Trostpreis. Ja, Trostpreis. Den gerechtfertigt. Finde ich gar nicht. Ich so, Minispiel jetzt. Was ist jetzt gibt's auf den Sack? Glücksgolf. Das klingt nach Glück. Ich will dieses Spiel spielen, wo man den Alter, den Knopf drücken muss wie, und einer verliert. Ist euch mal aufgefallen? Rikus, wie machst denn du das? Es ist wirklich nur raten. Bam! Bam! Okay, das ist ein Rikus-Spiel. Wenn wir Rikus nicht sofort raushauen, gewinnt Rikus. Also. Das ist sowas von ein beschissenes Spiel. Also der Eisfläche ist am aller miesesten. Ey, das gibt's doch nicht! Ich konnte mich gar nicht bewegen! We are fucking double team! Warum? Pisst, Schafe! Ganz von der Gewichtsklasse könnte es einigermaßen passen sogar. Aber. Ich finde mein Gewicht auch total klasse. So, das ist echt nicht viel klasse, oder? Nee, das ist. Du musst mehr Risiko machen. Ja, ja, so ungefähr, ja, ja, oh, ja. Das ist irgendwie witzig, Rikus gewinnt fast jedes Spiel, aber trotzdem führt Zeros. Ja. Pass auf, ich hol mir jetzt auch gleich meinen zweiten Stern. Meinen zweiten Stern vor allen Dingen. Wenn du dir auch verdient hast. Ja. War so ein netter Junge. Na, war Luigi. Oh, ich würde gerne. Ja, finde ich gut, ja. Ja, finde ich gut. Gib. Wo ist er denn eigentlich? Hast du nicht eigentlich noch einen Pilz oder sowas? Nee, habe ich nicht mehr. Habe ich gegessen. Was kann man bei den Wumms eigentlich machen? Gegen Bezahlung. Ach so, gegen Bezahlung, das ist die Frage. Ja, okay. Genau. So, wie viel muss ich dir denn zahlen, Kollege? 5? Ah, ja, das ist ja super. Ein Schnäppchen, Mister. Wump, ganz offensichtlich sein, dass du auch vorbeiziehen darfst. Sehr schön. Ciao, Wump. Ich liebe dich, Wump. Ach, und damit stellt er sich das auf der anderen Seite. Fuck, das habe ich komplett vergessen. Oh, das ist ja mies. Nein. Okay, das ist wirklich mies. Das ist echt mies. Fucking Dank, Alter. Daniel lacht sich voll tot. Ich muss gerade nur lachen, weil Daniel lacht. Shit. Oh, Zello, das ist jetzt aber... Oh, ist das traurig. We live in a society. Das ist... Ja, die Bank nimmt sie und die Bank gibt sie nie wieder zurück. Ja, so ist es. Ja. Wie kriegt man das Geld aus der Bank eigentlich? Gibt's da irgendwie so ich glaube, wenn ein bestimmter Betrag erreicht ist, oder? Wird das ausgezahlt? Nee, wenn du draufkommst. Wenn du auf das Geld kommst. Achso, wenn du direkt draufkommst, okay. Ja, dann kriegst du den Jackpot. Der Rikus verliert bei Darts, schreibt der Mann da. Ja, das stimmt. Da verliere ich immer mal. Wieso denn? Was ist mit dir los? Bei Darts? Ja. Also, Darts. So mit bist Darts. Bist du immer ein bisschen angeschwipst, weil, oder nö, warum? Nö. Oder warum? War einfach schlechter in dem Fall. Wow. Okay. Was passiert? Dann musst 36 du Felder, ihr habt doch Lack. Das Lacken ist echt asozial. Du hast ja keine Chance dran zu kommen. Außer würfelst du nur noch 10 oder so. Du könntest doch einen Tauschwürfel nehmen oder sowas. Ich renne jetzt ja einfach sinnlos im Kreis. Ja, okay. Klingt gut. Ja. Vielleicht kriegst du ja, gibt's ja nochmal Chancenzeit. Komm, dann bitte hier, Bank, ich hab's doch. Nehmt es. Also ich würde es fair finden, wenn ich jetzt in der vorletzten Runde oder in der letzten Runde jetzt noch schön auf dem Feld lande und das Geld krieg von der Bank. Das wäre schön. Ja, das ist hast du auf verdient. Jeden Fall verdient bei deinem nicht glücklichen Führung oder bei deiner nicht glücklichen Führung. Genau, das wollte ich damit sagen, Amanda. Rikus, du musst einfach ein bisschen üben. Jetzt kommt das Feld. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt kommt bestimmt ein Feld, gibt Zellos dein ganzes Geld. Ja. Klingt auch vernünftig. Ich muss mal einmal auf die Karte gucken, was ich würfeln muss. Es tut mir leid, ich probiere mich zu beeilen. Wo ist ein Y? Ja, dann auf 25 musst du würfeln. 25 musst du würfeln. Ja, wo bin ich denn überhaupt? Wo bin ich? Warte, wo ist mein Ort? Ach, da. 1, 2, 3, 4, 8. Ich könnte mal ein wenig mein Wohnzimmer luminieren. Uiuiui! Passt wenigstens zur Map. Ah, guck mal, ich hab noch das Ding. Cool. Es geht nur bis 10, ne?
Ja, Würfel gehen nur bis 10. Und auch dieser Glückswürfel geht nur bis 10. Kannst du eigentlich nur mit dem Glückswürfel. Wie viele Runden haben wir noch? Genau. 2. Ja. Die noch und dann. Ist egal. Dann mach ich einfach eine 10. Ach, warte, mach ich einfach eine 10. Wie breche ich ab? Ich wollte den Dingswürfel nehmen. Ich fand auch gut, dass Barry einfach nie auf 50 Münzen gekommen ist. Ja. Du könntest aber immer noch Münzen klauen. Nee, ich hab diese Runde hier abgeschrieben. Ich bin gebrochen. Aber klau doch Geld, einfach aus Prinzip. So, tu dir selbst was Gutes. Aber man muss trotzdem mal sagen, na, dass sie hier angeben für 10 Runden 30 Minuten. Ich frage mich, wer das berechnet hat. Ja, das ist echt seltsam. Die Person war auf jeden Fall nicht gut in Mathe. Ich denke, das wird höchstens mal sein, wenn du lokal spielst. Das ist, weil es geht ja dann der Text, der geht dann schneller durch, denke ich ja, mir, glaube ich. Und für alle gleich. No. Also, das ist immer, ja, das ist schon komisch. Der WTNX hat gestanden, dass er das festgesetzt hat, übrigens. Was? Weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Ach so. Schlafen und schleichen, das klingt gut. Schlafen wäre ich sofort dabei. Aber Geld, tu dir selbst was Gutes. Interessante Lebensweise. Ja, haben wir das überhaupt schon mal gespielt? Ja, das haben wir gespielt. Ach, das ist doch wie bei dieser komischen japanischen Sendung, die so gehypt war, die eine Runde. Squid Game. Ja, genau. Man muss also quasi dahin laufen und wenn der sich umdreht. Hä? Ja, das Ding ist, man. Achso, man muss sich verstecken. Wie verstecken? Du musst dann quasi. Wieder loslassen. Immer das dauert ein bisschen. Ja, okay. Genau. Und dann irgendwann geht's raus. Und wer da noch rausguckt in dem Moment. Wird weggenascht. Der wird genaschelt. Ich mag Naschen. Ja, Naschen ist prinzipiell nicht schlecht. Ich hab Angst. Das gibt's doch nicht. Ich hab vorhin schon gestoppt, Alter. Der ist auch viel eher gestoppt. GG. Ist dann das Spiel vorbei? Ja, nee. Erst wenn er im Ziel ist wieder an der Stelle. Und jetzt haben alle verloren, oder was? Das dauert ja wirklich. Das dauert Ewigkeiten, das ist ein Scheißspiel. An sich ist das Spiel geil, aber dadurch, dass es so verzögert ist, ist es scheiß. Ein Remis haben wir jetzt. Ein Remis. Wie, keine Münzen? Naja, da gibt's nichts. Ja, wir sind alles Loser. Also kriegt keiner was. Das ist traurig. Ja, ist wirklich so. Was hast du denn noch, Stellos? Kurz vor 8, krass. Soll ich jetzt vielleicht mal einen Schlüssel benutzen? Achso, du hast nur noch Schlüssel, ne? Nee, weil du hast jetzt noch einen Warp-Würfel gehabt. Schlüssel! Wir wollen den Schlüssel sehen. Wir wollen den Schlüssel sehen. Da sagst du vor allen Dingen, ich werde dich noch vermissen. Und ich so, ich will den doch nicht jetzt. Tut mir leid. Oha. Dann wird wieder Nacht, ja? Ja. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich noch diese Glocke habe. Die wird mir noch den Sieg bringen, nicht? Glaub doch einfach dem Rikus Münzen. Tu es. Glaub mir nicht. Das kann ich in der letzten Runde machen, ja. Ja, tu es. Noch nicht der 2 Runden. Ja, eben. Der wird jetzt. Aber wieso soll ich Rikus Münzen klauen? Oh. Eigentlich wäre es taktisch klüger, Zellos Münzen zu klauen. So. Dann mach ich das auch gleich einfach. Das ist so wenig. Du bist ein Glücksschweinchen sondergleichen, das hast du in keinster Weise verdient. Was ist mit dem Jungen los, Alter? Das ist sowas von... Du... Nee, du ekelhafter Schlammbeutel. Nichts gegen Schlammbeutel, die sind auch wichtig für die Umwelt. Komm, Schlüssel. Nicht öffnen? Aber Schlüssel... Ganz ehrlich, ich hoffe, du schneidest dir beim Rasieren in den Sack, ey. Sinnlos. Hab ich schon mal gemacht, das war kein schönes Erlebnis. Nee, ich kenn das. Ich hab dir auch schon mal beim Rasieren den Sack geschnitten. Dir oder ihm? Ihm. Also. War für Kenos von uns so richtig schön. Ich glaube, du musst dich nur durch den Wump kaufen und das kannst du, glaube ich, nicht, weil der Wump noch am Schlafen ist. Ja. Nein, ist übrigens. Was, der muss sich durch den Wump kauen? Ja. Ah, nee, der liegt da rechts, links, okay. Also ich muss dir auf dem Weg 2x Zoll bezahlen. Ja. Du bist einfach zu schnell unterwegs, ne? Deshalb gibt's Maut. Ja, mit dem Schweine-Dreier-Würfel einfach trotzdem noch die 20, es ist so. Ist einfach frech, ne? Herz der Würfel. Nee. Der spielt halt Dungeon Dice Monster und wir spielen Yu-Gi-Oh! Genau. Dungeon Dice Monster, so scheiße. Das war so ein dumm Puck, ey. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß, aber der kam auch aus dem Nirgendwo. Yugi, ich fordere dich jetzt zum Spiel aller Spiele heraus, zu Dungeon Dice Monster, was ich selber entwickelt habe. Luke Yugi Devlin so, hieß er.
Der Duke, ja. Und der Yugi so, ha, easy, ist ja wie du, da, ist ja wie Duel Monsters, einfach nur mit Würfel. GG. Wie weit ist Zellos denn davon jetzt entfernt? Ich bin ganz weit entfernt. Bin gar nicht in der Stratosphäre von diesem Stern. Das ist irrelevant. Ja, nee, das eben. Ist für mich relevant, dann entscheide ich, wem ich die Münzen klaue. Okay, es ist doch nicht relevant. Aber dann ist es gleich relevant. Vielleicht ist es gleich relevant. Ich glaube aber nicht. Wuff, Lee Chuck. Lauf! Weil ich klaue es natürlich von dem, der an der nächsten Möglichkeit ist, sich einen Stern zu kaufen. Außer bei Rico, sei es egal. Der Victinix schreibt auch, jetzt kommt gleich die Geschichten der Sakasua. Ich wäre dafür, dass wir so einen Podcast machen. Also. Ja. Ich muss ein paar Stunden Zeit nehmen dafür. Das muss man ein bisschen genießen. Ja, das bin ich direkt bei dem Ding dran? Ja, du bist direkt bei dem Teil dran. Musst halt. Achso, du würfelst jetzt eine 18. Das wird zu dieser heutigen mit Runde. Mit einem passen. Würfel? Ja. Das schafft er nicht mit einem Würfel. Gib mir Mühe. Ja, fast. Das ist 10. Der Durchschnitt hätte gereicht. Wo muss ich lang? Da muss ich lang. Krass, diese Typ. Fresse, Ombre. Das Wasser jetzt dann eh, oder? Letzte Runde. Eine Runde ist danach noch. Ja. Ach so, okay. Dann. Wartwürfel für die Memes. Just for the lulz. Ja, let's go. Es ist doch mein Bruder. Oh weh. Hurra! Wie viel wetten wir, dass ich gleich eine 1 oder eine 2 würfel? Ich denke 2 wetten wir. Also ich wette 2. Aber erstmal. Werde ich. Also nicht, was er würfelt, ich wette einfach 2 irgendwas. Okay. 2 etwas. Ich meine, es ist Abstiegskampf, deswegen hatte ich erst überlegt, Dante die zu klauen, aber ich klaue sie Zellos, weil er gerade noch so über der Grenze ist, dass er sich einen Stern kaufen könnte, theoretisch. Aber. Außerdem hast du einen Stern geschenkt bekommen, also hör auf rumzuholen. Ich hab mit den Hart erkämpft, hallo? Ich hab ihn dir geschenkt und dafür klaue ich dir jetzt Münzen. Das ist, finde ich, okay. Ui. Nee, das war purer Skill, dass der zu mir gekommen ist, der Stern. Wer muss jetzt A drücken? Ich oder du? Ich drück einfach mal auch A. Ich. Okay, dann gibt's ja eh nur 9. Klaut mir diese alle Frauen. Ich hab dir einen Stern geschenkt. Zellos, ganz ruhig. Ganz ruhig. Haut die mir einfach Geld, ey. Das geht doch nicht. Ich wusste es, dass ich eine 2 wäre. Das war so klar. Geil. Also heute ist es wirklich sehr cursed. Ja, nicht mein Tag heute. Aber es ist okay. Mein Gott, Hauptsache Spaß. Vielleicht krieg ich jetzt ja auch einen Stern geschenkt. So. Das wäre auch geil. Ja. Oder nochmal 20 Münzen. Okay. Dass ich genug Münzen hätte, mir den Stern zu klauen, das wäre geil gewesen. Ja. Nachdem du das gezogen hast. Ach. 4-Spieler-Minispiel. Ich will Fallballspiel, das klingt cool. Schaukeljockey, das klingt nach einem Zellerspiel, so, wo man die ganze Zeit irgendeine Tasse drücken muss. Ja. Nee, glaube ich nicht. Wir haben verloren. Das ist ein Zellerspiel. Das ist ein Zellerspiel, wir haben verloren. Wir können den Controller gleich hinlegen. Was denn? Ihr schafft das schon. Vor allen Dingen dieser Rikus, aber der kann matchen. Ihr könnt gleich hinlegen. Also. Ja, aber man hat ja auch Ausdauer. Du kannst, darfst ja nicht. Ja, aber trotzdem, da haben wir keine Chance gegen Zellos. Was denn? Ich bin nicht so pervers, ich bin nicht so eine. Die Geräusche sind so geil. Ah, fuck, ich hab übersteuert. Nein! Achso, also wie. Ach, Dinger hab ich gar nicht gesehen. Speed! Speed, ich bin Speed! Ha, ja, sind sie ja fast wie bei Link an hier. Ja. Oh oh. Ah, das. Oh! Ja, cool. Ich habe Zellos besiegt, unfassbar. Hi, Barry! Ich bin mal Zweiter geworden in dieser Runde. Einmal komplett durchgereicht nach hinten. Naja, das egal. Scheiß Spiel. Guck mal, Donkey Kong freut sich wenigstens, dass er reiten durfte. No. Wie schön ist das denn? Nächstes ein Erfolgserlebnis noch am Ende. Eben. Ja. Das hat er sich auch verdient, der kleine Affe. Ja. Ich habe einfach kein Geld. Letzte Runde. Ich bin jetzt mal einfach mal neugierig. Mach das für die Memes, das letzte Runde. Tauschst du mich mit bitte Barry? Tausch mit Barry. Nein, mit mir, na geil. Du bist beim Bohu, jammer nicht. Jetzt war ich wahrscheinlich direkt auf dem Ding und hab kein Geld. Nee, ja, auch eins davor, aber es gibt Duell. Auch eins davor, aber 12. Kannst ihm 26 Münzen wegnehmen, immerhin. Das ist gut, ja. So,
Wie viele Münzen? All in! Ich hatte all in. Prima, all dann in. Nehme ich jeweils 15 Münzen. Ja 15 nur. Ich hoffe, dass es kein Tippelspiel ist, sonst gebe ich direkt auf. Dann kannst du das geht direkt ein, ab. Bitte ein Tippelspiel, danke. Bitte ein Glücksspiel. Ich will so ein Glücksspiel, wo man einfach einen Knopf drücken muss oder sowas. Oder ich dieses Spiel mit den Maulwürfen nochmal. Das war cool. Nee, das bitte nicht. Oh nein. Hohes Glücksspiel, sehr gut. I love it. Oh, das Spiel ist aber... Also es gibt Glücksspiele, die sind witzig und es gibt Glücksspiele, die sind einfach nur nervig. Ja. Schade. Lass mich durch. Ich weiß übrigens nicht, wo man immer hingehen muss. Ich glaube immer oben rechts, aber sicher bin ich nicht. Norden. Du musst ganz nach Norden. Immer nach Norden. Wo ist Norden? Wo ist denn Norden? Bin ich schneller! Das wird knapp. Das ist so gemein. Genau gleich. Das ist genau gleich. Das ist wirklich... Das gibt's doch nicht! Foto-Finish! Dann hast du mal gesehen. Beine. Nee, selbst ist es einfach besser aus dieser Dings rausgekommen. Er ist ein bisschen nach links gewackelt. Ja. Ich habe halt die ganze Zeit gesteuert, dass ich einfach hoffentlich dann direkt dann rauskomme, wenn es. Das habe ich auch gemacht, Zellos. Das war einfach nur pures Glück. Nee, ich denke, das liegt daran, dass Waluigi so lange Beine hat. Ich glaube, das liegt an Kommunismus. Was? Kannst du dich für alle mit dem Kommunismus zuschieben? Doch. Guck mal, ich krieg das geht ganz einfach. Ist das nicht schön? Nicht schlecht. Wuhu. Guck mal, ich bin Zweiter hinter Rikus. Ich hab's mir alles komplett alleine verdient. Ja, natürlich. Kann man nicht. Wenn du jetzt eine 30 bekommst, Rick, komm ich rüber und rasier dir. Die Eier. Die Eier? Und? Neues Podcast-Thema hab ich gehört. Könntest du den Schlüssel benutzen? Das ist jetzt auch nur für die Memes, oder? Ja, das klar. Ist für, ja, und wegen dem Buhu, der wahrscheinlich da hinten sitzt. Ja, ich hab nichts zu verlieren, ich benutze jetzt direkt gleich mal Wortwürfel. Eine Audienz beim König! Was macht der? Was bringt der? Du kannst. 150? Hä, 3? Man kann nur 3 Stück klauen. Ja, für jeden Spieler halt. Ach so, man kann nur allen. Das ist ja krass. Ja, das ist. Aber das wäre schon krass. Aber wenn du so viel Geld hättest, natürlich. Weil ich dich halt spielen können, normalerweise. Gib mir Münzen, ihr Lumpen! Okay, Marcellus, wirst du eh nichts klauen können. Buttmashing! Incoming! Do it! Scheiße. Okay, ich habe ein bisschen besser gemasht. Das ist schön. Das war echt viel. Guck mal, die Reichen werden nur noch reicher. Ja. Mein gesamter Plan ist... Aber ich muss ja noch in die Bank einzahlen, das finde ich jetzt. Ich muss mal schnell pullern gehen, das ist... Kannst du gar nicht mehr halten! Haha! Du musst jetzt durchhalten hier. Ja, ich muss nur noch kurz. Ja, okay. Sitzt persönlich im Hodenhänger ein. Warum? Okay, für die Memes. Es nützt eh nichts. Ich habe jetzt nur noch 12 Münzen. Ich hab dir schon nochmal die Plätze getauscht. Es wäre genau aufgegangen, mein Plan. Wenn sich diese Kinder nicht eingemischt hätten. Aber ja, ist mir klar. War ein schöner Hintern, Irrelevant ist da die letzte Runde, was... Ja. Ihr gebt einfach zu schnell auf. Ich habe schon nach der dritten Runde oder so aufgegeben. Schon als ich erfahren habe, dass ich als Letzter starte und dass das nicht über Pummelparty immer davon abhängig ist, ob man das Spiel gewinnt oder nicht, sondern dass man einfach immer Letzter ist, da hatte ich schon keine Lust mehr. Da wusste ich, okay, das wird heute scheiße. Guck mal, du bist doch Dritter geworden hier, Dani. Guck mal. Kann man eine Null würfeln? Wenn ja, dann passiert das jetzt. Naja, es gibt ja noch Dings hier, Zufallssachen hier. Du kannst ja noch ein Ständchen holen, warum nicht? Ja, und ich wollte gerade sagen, aber... Barry ist jetzt dran, damit bin ich Vierter geworden. Ja, meine ich ja. Naja, ich habe die wenigsten Münzen, wenn du irgendwie so ein komisches Random-Ding da gleich gewinnst, dann bin ich wieder Letzter. Also realistisch betrachtet, ja, ne? Rikus ist irrelevant. Rikus kriegt den meisten Münzenstern, der kriegt den meisten Minispielstern und wir gucken in die Röhre. Ich könnte vielleicht den Pechstern kriegen, wenn es sowas geben sollte. Es könnte sein, ja. Mit Glück war ich jetzt nicht gesegnet. Nicht schlecht. Ha, Bank, ich hab nicht genug Geld.
Ja, du kannst kein Geld einzahlen in die Bank, oder? Dann zahl einfach, weil du hast. Wow. Ha, ich habe der Bank weniger gegeben. Boah, du Genie. Und da oben. Wirklich, Barry, jetzt um noch. Null Münzen. Achso. Ach so. Oh, ich wollte noch um null Münzen mit dir kämpfen. Das hab ich ja noch nie gesehen, dass das ausfallen kann, weil keiner. Ja, ich auch nicht. Jetzt siehst du, wie viel Glück ich heute hab. Guck mal, jetzt kriegst du dir trotzdem 20 hier. Frech ist das einfach nur. Ach, es gibt wirklich noch ein Minispiel, ich hab gar keinen Bock mehr. Alle gegen Rekus. Bitte nicht dieses nervige Umzugsspiel, bitte nicht das Umzugsspiel. Hingucker, das ist cool. Ich überleg gerade, ich glaube, das war das mit den Scheinwerfern, oder? Mit den drei. Ah, nee, och, das war das! Du Scheiße. Wie funktioniert das? Das ist einfach nur Glück. Ich glaube, du musst in eine andere Richtung gucken als Rekus. Du darfst nicht in die gleiche Richtung gucken. Okay, das war's. Ja, gut. Genau. Loslassen, Blick nach vorn, Kopf. Ach, man kann auch nach links und rechts. Okay, ja, wir werden eh verlieren. Genau. Ja. Das klingt motiviert. Direkt in der ersten Runde. Boah, hattet ihr einen Spaß. Nicht so einfach, ne? Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich versuch, dein Wahnsinn zu verstehen. Ich hab den Wahnsinn verstanden, dieses Affen. Boah, Alter, was war das für ein Herr? Sante Maschine. Wow, Luigi Rosalina, wow. Der Affe sieht etwas erschöpft aus. Aber krieg ich jetzt hier kein Geld? Hallo? Soll ich Geld haben? Nur die Siegerehrung, wie es aussieht. Ich fühl mich verarscht. Viel Geld. Jetzt kommt der Item-Bonus. Ja, das ist Daniel oder Zellos, würde ich schätzen. Ich habe auch ziemlich viele Items benutzt. Ja. Ja, damit hat Rico sehr wahrscheinlich gewonnen. Hat aber auch verdient, muss man sagen. Sehe ich gar nicht ein. Nee. Komm. Einfach nur Glück gehabt die ganze Zeit. Außer Felder, niemand, oder? Ja, niemand. Also kriegen alle einen Stern. Ein. Ja. Geht an alle, bitte. Wenn dann schon. Niemand. Das ist so frech. Auch ausgefallen. Boah, das war aber jetzt aber auch frech, dass sie einfach einen Stern sagen, ja, das ist obviously der Rikus. Und einen sagen, oh, das hat obviously keiner. Ich bin wenigstens Zweiter. Das macht mich happy. Weißt du doch noch gar nicht. Affe! Ja, der Affe hat gewonnen. Dann würde ich sagen, ich moderiere mal eben schnell ab. Herzlichen Glückwunsch, Rikus. Du hast es verdient. Rikus, wir sehen uns. Du hast einfach mehr Skill. Beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüssi. Ciao. Tschüss.